Was geht ab, Jungs? Selbst willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich halte das Video sehr, sehr kurz. An allererster Stelle möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die neu abonniert haben. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine Benachrichtigungen mehr zu verpassen. Es wurden sehr, sehr viele kranke Sachen geleakt. Also hier seht ihr schon mal das Headliners Team 2 im Hintergrund. Salah, Kimmich, Cancelo, Vinicius, Fofana, Barella, Trapp, Laporte, Rafael, Leao von Milan, Zapata, Watkins, Joselu, Tate Belgium, Harrison und Elustondo. Die offiziellen Stats von Vinicius wurden auch geleakt. Das ist die Vinicius-Karte, also die sieht geisteskrank aus. RIP an alle, die die POTM gemacht haben. Das hier ist die offizielle Kimmich-Karte. Könnte sehr, sehr krass werden, vor allem wenn Bayern auch 4 Siege nacheinander holt. Und das hier ist die offizielle Fofana-Karte. Also die Stats sind wirklich so, die kommen auch genauso raus. Und das ist einfach eine Maschine. Also scheißt auf Baby-Vira, Prime-Vira. Fofana wird geisteskrank und er wird auch sehr, sehr teuer sein, vermutlich, weil es halt sehr, sehr geile Ligue 1 Spieler gibt. Unter anderem wird auch Klaus als SBC kommen. Und ja, wenn Lenz mal 4 Siege nacheinander holen sollte, dann werden beide Karten hochgehen und das wird gestört. Also auf jeden Fall habt ihr hier schon mal einen guten grünen Link. Und das hier sind die offiziellen Stats von Mo Salah Headliner. Also die Karte ist auch echt der Wahnsinn. Und hier seht ihr es selber, Jungs, im Hintergrund. Objective-Karte wurde auch schon geleakt. Und das ist die Objective, also die man sich erspielen kann. Die Stats sind natürlich Prediction, das wäre zu krass. Aber Zakaria, ihr kennt Zakaria selber. Ich glaube, der wird krasser als Saw oder Sof, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Der von Frankfurt auf jeden Fall. Und Zakaria wird kostenlos sein. Zakaria wird echt sehr, sehr mächtig. Hier die Stats sind ein bisschen zu übertrieben, aber ihr kennt selber Zakaria. Und als Headliner. Hier sind außerdem noch die offiziellen Stats von Watkins, also sieht einigermaßen okay aus, wird jetzt keine überragende Karte sein. Dann die von Duvan Zapata, wird wahrscheinlich kein Meterspieler sein, weil er halt zu groß ist, zu unbeweglich. Dann haben wir hier noch die Stats von Barella und der sieht sehr, sehr krass aus und könnte noch einige Upgrades bekommen. Also vor allem, wenn Inter Mailand nochmal 4 Stück gewinnt und wenn Barella vielleicht ein Tor macht, dann kriegt er nochmal ein Upgrade. Dann könnte er auf 90 kommen und ich glaube, da wäre die Karte geisteskrank. Außerdem die offiziellen Rafa Leao Stats, also sehr, sehr gute Flügelkarte für die Serie A. Dann hier die offizielle Karte von João Cancelo, diesmal als Rechtsverteidiger wird er wohl kommen, als Headliner. Und ja, die Stats sehen auch sehr, sehr stark aus. Man City gehe ich auch mal stark davon aus, dass die 4 Siege nacheinander holen werden. Und wenn Cancelo einmal trifft oder viel Vorlagen macht, wird er, denke ich, auch nochmal ein Info bekommen. Und es wurde außerdem noch zu Klaus noch eine Payet-SBC geleakt. Das ist die Karte mit den offiziellen Stats. Linker Flügel ist jetzt nicht so geil. Auf der 10 wäre der, glaube ich, sehr, sehr krass. Wäre eine Alternative zu Fekir auf jeden Fall gewesen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen hat, wer neu ist, gerne Glocke aktivieren, ein Abo da lassen. Hier nochmal alles zusammengefasst, was kommen wird. Headliner, Team 2, morgen um 19 Uhr. Vlahovic, POTM wird wahrscheinlich auch morgen, vielleicht sogar mittags kommen. Zakaria wird die Objective-Karte sein. Payet und Klaus werden als SBC rauskommen. Und 85 plus Upgrade-SBC hatten wir bereits heute schon. Und ja, ich bin gespannt, was nächste Woche zu den Team of the Years geleakt wird. Das war's aber mit dem Video. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem erneuten Video oder Livestream. Haut rein!